Servus miteinander. Ja, es wird mal wieder Zeit für ein neues Labervideo. Habe ich ja schon länger nicht mehr aufgenommen. Ich glaube, das letzte war im Januar, die traditionelle Neujahrsansprache. Und jetzt ist es mal wieder soweit. Ich wollte euch mal ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, auf einen aktuellen Stand, was meine Projekte anbelangt. Und ja, was ich so vorhabe, was sich momentan einfach so tut. Ja. Und zwar wollte ich da als allererstes mal auf Nachgiga Productions eingehen. Ne. Das Label, mit dem ich zusammenarbeite. Ja. Grüße gehen raus. Ne. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die weitere Zusammenarbeit, die nächste Veröffentlichung wird ja Storm of Catharsis sein, zusammen mit Through the Endless Night und Dark Infinity. Meine etwas älteren Werke mittlerweile schon. Und da freue ich mich drauf, die dann in einer würdigen Veröffentlichung euch präsentieren zu können. Ich habe auch das Ganze ein bisschen überarbeitet. Ja. Vor allem Through the Endless Night habe ich grundlegend nochmal, ja, ich habe es ein bisschen verbessert, ein bisschen was rausgecuttet, ein paar Musiktitel ausgetauscht und ich muss sagen, die neue Version ist definitiv geiler, finde ich. Düsterer, ja, ein bisschen tiefer noch. Ja, ich bin gespannt auf eure Meinung, wenn das Ding dann draußen ist. Es wird noch ein bisschen dauern. Das Ganze ist jetzt überschattet von dem ganzen EM-Fußballgedöns. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, also das läuft. Und wie gesagt, schaut mal bei Instagram vorbei, bei Nachgiga Productions, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Ich wollte mich auf diesem Weg auch nochmal bei allen bedanken, die meinen letzten Film unterstützt haben. Ja, Somnia Noctis ist auch sehr gut bei euch angekommen. Ja gut, ein paar haben die Effekte teilweise kritisiert, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Das ist halt im No-Budget-Bereich einfach auch schwierig, sowas umzusetzen. Gut, jetzt sagen wahrscheinlich wieder viele, ja, dann lass es doch. Ja. Aber nö, lasse ich nicht. Ne. Ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Und mir scheißegal, was die breite Mehrheit da wieder auszusetzen hat und was weiß ich alles. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht kritikfähig bin. Im Gegenteil, konstruktive Kritik ist immer gern gesehen, gern willkommen. Aber man zieht halt trotzdem seinen Stiefel einfach durch. Ne? Und wie gesagt, vielen gefällt auch das, was ich mache. Aber es ist halt auch eine gewisse Art von Selbsttherapie. Ne? Meine Visionen, die so im Kopf rumschwirren, die müssen einfach hinaus, ja, in die Welt. Und da will ich auch gleich dann jetzt die Brücke schlagen. Das war jetzt ein guter Übergang zu meinem neuen Film, ja, der im Frühjahr 2025 realisiert werden wird. Wieder mit an Bord Timur Güler und Melodie Bayer, die ja viele auch aus Antithese kennen dürften. Und ja, Günther Brandl wird auch mit von der Partie sein, dürften vielleicht auch einige kennen von Necrophile Passion und diversen anderen Underground-Filmen, ne? Brandl Pictures. Und ich finde es richtig geil, dass ja, die wieder alle mit an Bord sind und wieder eine Zusammenarbeit starten. Also Grüße gehen raus hier auch wieder. Ne? Ich freue mich drauf. Wird richtig geil werden. Worum es in meinem nächsten Film gehen wird, will ich noch nicht verraten. Beziehungsweise ich verrate es eigentlich nie. lasst euch einfach überraschen. Ich kann euch allerdings schon mal ein Bild aus dem Storyboard zeigen, welches mittlerweile schon fertig ist. Ne? Das hier ist das Bild. Ja, der Film hat auch noch keinen Titel. Aber lasst euch einfach mal ein bisschen von dem Bild berieseln. Lasst das Ganze ein bisschen auf euch wirken. Ja, die Atmosphäre und alles, was das rüberbringt. Und ja, macht euch einfach eure eigenen Gedanken, was das für ein Film werden könnte. Und ich bin mitten im Schreiben des Drehbuchs, also momentan quillt mir die Kreativität wieder aus den Ohren raus. Ich bin echt froh, denn ich hatte wirklich lange Zeit eine Schreibblockade, aber momentan wirklich geht es wieder voran. Ja? Und ich hoffe, dass das Drehbuch bald fertig sein wird. Ne?
weil dann muss man natürlich auch alles planen, die ganzen Requisiten besorgen. Ne, ihr wisst, ihr kennt das alte Spiel. Also wer das Interview mit Anker TV gesehen hat, da habe ich ja eh ganz genau erklärt, wie das immer bei mir abläuft. Und meine neue Vision, die muss einfach, wie gesagt, es muss raus. Ja. Anfang 2025 wird das Ding im Kasten sein. Seid gespannt. Dann wollte ich noch kurz darauf eingehen, wie es mit meinem Buchprojekt läuft. Ja, ich habe es ja in den letzten Streams hier und da mal erwähnt, dass ich ein Buch schreibe. Und es ist ein, wie man sich denken kann, ein philosophisches Fachbuch. Und so ein Buch benötigt natürlich intensive Recherche, dass man sich intensiv mit den ganzen Themenschwerpunkten auseinandersetzt. Und es wird auch noch dauern. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das Ganze veröffentlichen werde. Wahrscheinlich in Eigenregie, wie ich es eigentlich bei vielen Sachen immer am liebsten mache. Bei manchen Sachen brauchst du halt einfach Unterstützung. Das kannst du nicht alleine machen, aber bei einem Buch, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Ne? Aber wie gesagt, es wird sich um Nihilismus drehen. Ja? Das ist ja ein Punkt, der mich sehr beschäftigt, ein Punkt, der mich ja spirituell weitergebracht hat, sage ich jetzt mal. Ne? Viele sagen, Nihilismus und Spiritualität, das schließt sich aus, meiner Meinung nach nicht. Und das werde ich auch in dem Buch behandeln. Das Buch wird den Titel tragen, Lehre als Erfüllung. Und ich habe mittlerweile auch schon ein paar Cover-Artworks am Start. Ich blende sie hier mal ein. Ich finde die eigentlich alle ziemlich geil. Ich kann mich gar nicht wirklich entscheiden, welches letztendlich Verwendung finden wird. Aber ja, geile Scheiße auf jeden Fall. Ne? Was auch den Inhalt des Buches sehr gut widerspiegelt, meiner Meinung nach. Ne? Und es sind natürlich auch noch weitere Folgen des Insomaniac-Podcastes mit Timur geplant. Ja? Schaut mal in der Videoplaylist, ne? Die oberen Videos, da sind diese Podcasts mit dabei. Da labern wir über Filme, über alles Mögliche da im Filmbereich. Ne? Nächstes Mal haben wir noch einen Gast mit dabei, einen Special-Gast. Und ich bin froh, dass er mit dabei ist. Und es sind noch nicht so viele darauf aufmerksam geworden, auf dieses Format. Hört mal rein. Was ich auch noch kurz erwähnen kann, ne, für die Interessierten, es ist ja jetzt vor ein paar Tagen das neue Werk von Alcest erschienen. Ja. Les Chants de l'Aurore. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich bin halt kein Franzose, aber schaut euch mal das Cover-Artwork an. Das sieht doch so hammergeil aus. Ne? Und die Vorab-Singles, die veröffentlicht wurden, die haben mich ja auch schon komplett weggehauen. Und ich habe es jetzt schon zum dritten Mal durch, beziehungsweise eigentlich sind es schon vier Durchläufe. Und man muss sich natürlich auch für diese Art von Musik sehr viel Zeit nehmen. Ja. Schöner Shoegies, Black Gaze, ja, mit Black Metal Einflüssen, wobei die hier sehr, sehr marginal nur noch vertreten sind. Ne? Und seid gespannt. Also mehr will ich jetzt gar nicht zum neuen Alcest Album sagen, ob es die Klasse der alten Alben hält und so weiter. Das wird dann alles im nächsten Stream besprochen, wie auch einige andere Filme, ja, die ich jetzt schon in meinem Besitz habe und auch schon gesichtet habe. Da sind ein paar echte Schmankerl dabei und wie gesagt auch ein paar Musik-Highlights auf jeden Fall. Ne? Also seid gespannt, wann der nächste Stream kommt. Seid mit dabei. Schaut auch bei Instagram vorbei. Wie gesagt, da veröffentliche ich auch immer mal wieder Dinge aus meinem Leben quasi, wie es gerade aussieht, einfach worauf ich gerade Bock habe, ja, dann mal wieder ein paar Sachen aus meinem Studio, wenn ich gerade mal wieder kreativ tätig bin oder wie auch immer, ja, also da wird sehr abwechslungsreicher Content meiner Meinung nach geboten, also schaut mal vorbei, genau, und natürlich auch auf Facebook bei den Misanthropics, ne? Wer mich da intensiv verfolgt, der wird sowieso schon einiges mitgekriegt haben von dem, was ich jetzt hier in dem Video gesagt habe, aber scheiß der Hund drauf, ne? Sind ja nicht alle da unterwegs bei Facebook und bei Instagram. Vor allem bei Facebook mittlerweile nicht mehr, ne? Tja, auf jeden Fall danke für eure Aufmerksamkeit, für eure jahrelange Treue und ciao und Heavy Metal. Bis zum nächsten Mal.